Hallo und willkommen zurück zu Dungeon of the Endless. Wir machen das letzte Spiel weiter und es geht in, ich glaube, Level 6 wieder weiter. Mal gucken, ob es diesmal hier dann auch noch weitergeht oder ob es hier wieder zu Ende ist, wie beim zweiten Durchgang. So, hier haben wir direkt mal ein paar. Die tun da nicht viel. Das ist ein bisschen scheiße. Da kann man extrem schlecht verteidigen dann. Schlachtfeld Injektor im Inventar abgelegt. Das ist auch ein Utility-Ding. Diese mächtige Biotechnologie kann in verbrannte Erde injiziert werden, um Schlachtfelder in sanftige Auen zu verwandeln. Saftige. Kann aber von meinen Herren niemand wirklich verwenden. Ich könnte einen Händler brauchen, wo ich die Sachen verkaufen kann. So, hier können wir auf jeden Fall Nahrungsmodul bauen. Dann... Ja, den können wir da stehen lassen und der Rest geht mal weiter. Immerhin ist da eine Sackgasse. Ah ja, okay, wunderbar. Nano Bros. Fünf, holla. Tauschen wir die aus. Ja, damit kriegt man Maschinist freigeschaltet, aber gut, das bringt halt auch noch 5 Verteidigung. Das kann vermutlich irgendwer anders brauchen. Ja, ich denke, das werde ich hier tauschen. Oder wäre das besser? Regeneration weniger. Ne, und nicht. Das lohnt auch nicht. Naja, das passt schon so, denke ich. Hier müssen wir wieder was Neues bauen. Nochmal Nahrungsmodul Industrie haben wir ja noch satt. Aha. Energie unzureichend. Das ist natürlich schade. Energie. Mit der Energie können wir jetzt das aufladen und dann können wir hier eigentlich noch ein Nahrungsding bauen. Denn die anderen Sachen, die bekommen wir sowieso satt. Nahrung können wir immer brauchen. Okay.
Der Ronny Torwald hatte mir als Kommentar geschrieben, auch was sehr Hilfreiches, dass keine Gegner in dem Raum spawnen, wenn man halt einen Gegner drin, eine Einheit drin stehlen lässt. Sowas hatte ich mir ja mal gedacht, aber ich habe ja immer meine, also sehen wir mal an, da hätte ich jetzt keinen Strom drauf. Dann hatte ich ja immer die drei Charaktere aufgenommen und die Tür geöffnet und dabei ist dann trotzdem hinten was gespawnt, aber anscheinend, wenn man den wirklich in dem Raum stehen lässt, dann zählt der auch als sicher. Und deshalb können wir das ja auch mal so halten. Wir können jetzt auf jeden Fall... Achso, mit der Forschung, dass die auf jeden Fall abgeschlossen wird, ist auch gut zu wissen. Den können wir weiter ausbauen. Wenn der nämlich die Agro auf sich zieht, der profitiert halt da, denke ich, am meisten davon. Wenn der eine hohe Stufe ist und auch entsprechend viele Hitpoints hat. So. Den Raum können wir, denke ich, auch ausbauen. Nochmal zwei Stück von denen. Einen von denen. Erstmal einen, mehr haben wir nicht. Aha. Helden im Level Lebensregeneration plus 15 in einem Raum ohne Monster. Naja. Da ist auch sonst nichts, dann können die wieder zurück. Den können wir mit Energie beladen. Auch direkt zurück und ja, sehr solide. Den nochmal steigern lassen, dann sind wir auf 7. Und da ist der Gork da. Kommt der Passive dazu? Schaukämpfer. Schaukämpfer. Mhm. Selbst Angriffskraft plus 4 pro Mob im Raum. Temporär und Max 30. Ist nicht schlecht. Schaukämpfer. Habe ich das schon eingetragen? Nee. Selbst Angriffskraft plus 4 pro Mob im Raum. Max 30. Ach, der hatte dadurch seinen Bonus, wenn er alleine im Raum ist. Tauschen wir die mal aus hier. Wobei da ja jetzt auch keiner spawnen kann, also eigentlich ist das Wumpe. Ich bin nicht mehr dringend, Dinge kaputt zu machen. Nehmen wir die beiden weiter. Den Raum können wir leider nicht ausrüsten. Oder wir stellen den dahin, laden da oben den Raum vor. Aber im Moment habe ich auch nichts, um da was zu bauen. Also lohnt sich das so oder so nicht. Da oben ist auch keine Tür mehr. Nach links ist noch eine Tür, aber ich bezweifle, dass da noch besonders viel ist. Ah, immerhin, da ist noch eine Tür. Energie!
Von oben. Oha. Machen das Ding kaputt. Nochmal gut gegangen. Dann werde ich jetzt hier mal die Ressourcen opfern. Also die hätte natürlich jetzt noch mehr bauen können, wenn wir den nicht weggestellt hätten. Hat er das nicht eben einfach alles repariert? Oder habe ich da was verplant? Der konnte doch jetzt... Der kann was reparieren. Den nicht. Okay. Haben wir das jetzt verschwendet? Dann kann der mal hoch. Da unten stehen. Einen Raum können wir ausrüsten. Machen wir den. Und dann schicken wir die beiden weiter nach links. Forschung! Ein Industriemodul 4, das können wir auf jeden Fall brauchen. Eine finstere Mine. Noch eine Tür, mehr Monster. Das ist wie Ostern und Weihnachten zusammen. Ignorieren. Elise Ness. Na, aber den können wir ja zum Pullen benutzen. Dann machen wir das jetzt so. Dann leuchte ich die Räume entsprechend komplett aus. Dann kann da nichts spawnen. Der pullt jetzt da und zieht. Der kann ja dann einfach von denen wieder zurücklaufen. Wenn nötig. Schön. Guck mal da direkt weiter. Ja, das sind natürlich jetzt schon... Die anderen können wir dafür zweimal steigern. Ach, der hat jetzt auch Reparatur. Ja, aber Reparatur ist auch nicht schlecht. Kennen. Auf 6 hat er Reparatur bekommen. Ne, auf 5 hat er Reparatur bekommen. Mhm. Ja, mit dem decke ich das hinten weiter ab. Und der... Das war der letzte Raum in der Ecke. Und das Ende... Gegner sind hier keine. Notfallgenerator. Schalte einen Raum ohne Dust ein. Betriebe wird die Wahrscheinlichkeit auf Dustbeute von Monstern in dem Level. Reißgas. Fügt allen Monstern im selben Raum 4 Schaden pro Sekunde zu. Dividiert die Verteidigung aller Feinde im selben Raum um 2. Die Gaskanister reißen winzige Löcher in die Realität. Fangen und Treiber. Gut, die sind halt super billig, deshalb, da würde es sich schon lohnen, die auch zu verbessern. Ach, das kann man nur 4-mal verwenden, oder was? Wir haben jetzt jedenfalls noch da... Achso, doch, das sind immer noch 2 Türen.
mal den. Dann hilft der dort mit. Der kann hier verteilen. Oder ne, er bleibt hier stehen, damit keiner spawnt. Und dann läuft er rüber. Der würde beim nächsten Mal nichts bekommen. Dann steigern wir den stattdessen mal. Der bekommt beim nächsten Mal wieder was. Energie. Keine Spawns. Stehle. Geschwindigkeit plus 100%. Nicht schlecht. Kommen wir wieder in den Raum. Abdecken. Dann machen wir den Raum. Setzen den eins weiter. Und mit den beiden. Also der eine, der geht jetzt weiter. Benutzen wir mal seine tolle Fähigkeit. Der macht da ja extremsten Schaden. Gut, die können sie ja ruhig umhaken, das kann mir ziemlich wurscht sein. Machen wir die beiden Sachen an. Kriegt auch keinen Schaden mehr. Ne, die machen das Ding kaputt. Dann gehen wir mit den beiden mal schnell darüber. Mal heilen. Ja, shit, das haben sie jetzt kaputt gemacht. Aber es war immerhin auch nur eine billig Forschung, die ich da verloren habe. Das war mir jetzt eigentlich schon zu knapp. Hier keine spawnen. Der macht den Raum auf. Ich lebe für solche Momente. Schicken wir den als Hilfe dahin. Jetzt schon nicht wenige. Kriegen wir aber ganz gut bei gekillt. Wieder rüber. Wir können wieder einen Raum ausstatten mit Lasoren. Machen wir mal den.
Da kommen Wellen. Und da kommen auch welche, dann ziehen wir den darüber wieder. Und dann beide hier rüber. Krick, krick, krick. Alles repariert. So, einmal Stufenaufstieg. Der hatte wieder eine neue Fähigkeit. Ein neues Passive. Wieder verfehlt. Ziel Abklingzeit plus 0,1. Tief durchatmen und erneut versuchen. Es ist ein kleines Ziel. Aha. Trow war das. Das war jetzt auf Stufe 5. Den hatte ich vorher mal auf 7. Wann er die Reparatur jetzt bekommen hat, weiß ich auch nicht. Müsste... Doch, müsste auf 4 gewesen sein. Reparatur. Und jetzt hat er wieder verfehlt. Wieder verfehlt. Ziel Abklingzeit plus 0,1. Naja, gut. Wir haben noch. Na, da oben die Forschung kann ich noch anmachen. Push! Den Laden können wir brauchen. Der ist halt auch extrem günstig. Das sind halt jetzt 3 Räume, wo Gegner drin spawnen können. Machen wir da mal. Na. Dem werden wir eventuell rüber müssen. Mal den, wenn da oben Gegner spawnen. Mal gucken, wie viele Räume das noch sind. Leider noch Cooldown. Die greifen da oben dieses Forschungsdingen an. Ah, das war natürlich blöd. Das habe ich verplant. Da kommt aber auch niemand durch. Sauber. Dann habe ich die Forschung da leider verballert.
Da sind nochmal zwei Türen. Energieanzug. Geteilt durch Anzahl, da machen wir trotzdem. Ich glaube, den verbessere ich jetzt mal. Der hat noch zu wenig Hitpoints. Schneller hin und her huschen ist schon ganz cool. Da gibt es gerade ganz gut Energie. Reicht aber nicht, um noch Räume auszubauen. Von links und von oben, den setze ich darüber. Was ist das? Versuchen die da durchzubrechen? Kommen die von der anderen Seite? Ich glaube, der wird hier oben gebraucht. Das hier sieht ein bisschen finster aus. Alert. Witzig. Steht da ganz gut. Ah ja. Keine Ahnung, wieso das da auch am Dingsen war, wo da jetzt keiner gekommen ist. Müssen auf jeden Fall jetzt wieder rumlaufen und die Sachen reparieren. Hätte sich wahrscheinlich noch eins gelohnt. Mit dem mal dastehen, damit da nichts spawnt. Ist jetzt aber auch nur noch der eine Raum. Na, zwei Räume. Keine Gegner. Artefakt, da können wir jetzt nochmal eine theoretisch eine Forschung starten. Unterstützungsfeuerbot, was macht der? Verstärkt die Angriffskraft aller Helden um 15%. Naja, Reißgas, fügt einem Monster im Sommer 4 Schaden pro Sekunde zu. Wimkanone 4. Na, das reicht nicht. Vier neue Forschungen zu erhalten. Das kann man natürlich auch mal machen, aber dafür haben wir zu wenig.
Es könnte jetzt ziemlich... Da kommt noch eine. Ziemlich finster werden. Und die jetzt immer stärker werden. Aber anscheinend sind da keine Wellen gekommen. Personalhandbuch. Teamgeist. Was ist denn Teamgeist? Schaue ich mir auch mal auf. Teamgeist. Selbstverteidigung plus 15. Wenn nicht alleine im Raum. Wenn nicht alleine im Raum. Okay. Aber nur auf selbst. Teamgeist. Plus 15 Verteidigung, wenn nicht alleine im Raum. Selbst plus 15 Angriffskraft, wenn nicht alleine im Raum. Okay, konnte das Ding sonst was? Nur Verteidigung 6. Energieanzug, den müsste ich auch mal mit irgendwem anlegen. Hat noch jemand keine Rüstung? Der hat noch keine Rüstung. Aber der braucht die Geschwindigkeit. Dann wird der noch langsamer. Was zwar nicht so optimal ist, aber den kann ich einfach absolut als Tank einsetzen. Wobei der natürlich sich dafür auch eignet. Bei dem ist auf jeden Fall dieses Handbuch komplett verloren. Intelligenz. Machen wir so. Ein Ding. Nano Bros. Na, ich weiß ja nicht, wie viel die wert sind, aber ist ja gut, wenn wir einen Typi hätten. Vielleicht sollten wir den Energieanzug mit dem tauschen. Ist da schon gut genug. Na dann auf ihn. Noch eine Tür. Ignorieren. Keine neuen Wellen. Wir könnten wieder... Ach, wir können auch Räume noch ausbauen jetzt. Dass da mal keiner spawnt. Stufe erhöhen. Der bekommt auf 7 Reparatur dazu. Max O'Kane. Reparatur. Stibitzen. Okay. Weiter geht's. Letzter Raum. Keine Gegner gespawnt. Und bei dem könnten wir jetzt was ausgeben, wenn wir was hätten. Aber was cool ist, ist, dass wir auch Sachen verkaufen können. Eiserne Faust. Keine Ahnung, was das macht. Bringt aber auch Verteidigung 12.
Ist genauso gut wie der Säbel, 422. Ach, das ist eine andere Waffenart. Okay. Kann der gar nicht nehmen. Ein Pfiff und Monster machen eine Schwalbe. Greifen sich an den Knöcheln und jammern. Nee, ich werde nur den Kram verkaufen. Eigentlich können wir alles verkaufen. Wobei, das lasse ich mal. Dann können wir eventuell für eine sinnvollere Ressource dann verkaufen. Mal schauen, wenn wir da irgendwas brauchen. Naja, was ich jetzt noch ausprobieren werde, ist hier tatsächlich eine Forschung zu machen und gucken, ob wir die Forschung abgeschlossen bekommen. Nehmen wir das. Wobei das sinnvoller wäre. Naja, also hatte sich so angehört, als wenn man das bekommen würde. Ah, okay, wenn man noch eine Tür hat, dann kann man das noch machen. Okay, verstehe. Also hier ganz am Schluss geht's nicht mehr. Okay, okay, okay. Verstehe. So, unser Geschwindigkeitsboost ist abgelaufen. Aber da kann jetzt im Grunde auch nichts mehr passieren, weil ja keine keine Gegner mehr hinterherkommen würden. Lalala. Naja, spätestens hier werden sie verenden oder nicht mehr vorbeikommen. Ausgang! Das war Level 6. Dann geht's jetzt weiter zu Level 7. Ich hatte nicht mehr so viel Spaß in einem Fahrstuhl seit der Palette mit Gleitmittel. Egal. Nächstes Level. Nächster Level. Ja, da mache ich hier erstmal wieder einen Schnitt. Das Level hat ein bisschen länger gedauert. Der Level, was auch immer. 35 Minuten. Also, dann tschüss und bis zum nächsten Mal.